Hallo, ich bin Ulrich und ich habe aufgeräumt. Heute können wir mal ein Quickie machen oder auch ein Hochformat machen. Sondern wie heißen die? Short heißen die, glaube ich, auf YouTube, ne? Unterlagen von 2013 habe ich aussortiert und dabei habe ich ein paar interessante Dinge wiedergefunden. Und zwar habe ich hier einmal ein Zelt. Mein Zelt habe ich 2013 gekauft für 199,95 €. Und dann habe ich hier einen Beleg von Globetrotter. Da habe ich meinen Schlafsack habe ich gekauft für 99,95 € und die Isomatte für 23,95 €. Beides ist immer noch in Benutzung oder alles drei ist immer noch tadellos in Benutzung. Offensichtlich habe ich 2013 relativ viele Bücher gekauft, was ich so gesehen habe, relativ wenig an Ausrüstung. Und ich habe 2013 den eTrex 20 gekauft. Der mittlerweile ja zerstört ist beim Unfall. Also erstens fielen ja die Tasten auseinander, gibt es ja ein eigenes Video zu. Und dann gab es ja auch den Unfall und da war er dann ja endgültig kaputt. Der hat 179,95 € gekostet. Und hier stehen dann auch noch 1, 2, 3, 4 Bücher mit drauf. Allgemein muss ich, wie gesagt, in dem Jahr viel Bücher gelesen haben. Dann gab es auch noch einen Fehlkauf und zwar habe ich einen Pulli gekauft. Von Miltec, ein Miltec-Windshirt aus Nylon, schwarz, Größe M, für 17,85 € inklusive Port und Verpackung. Habe ich, glaube ich, einmal angehabt, das war dann so ein Fehlkauf. Und dann sind hier noch Unterlagen aufgetaucht vom IVV. Da waren wir auf Helgoland wandern, am 8. Juni 2013. Ich weiß, das war finanziell war das schwierig. Ne? Trotzdem, die Vereinsmitglieder haben dann da schon so ein bisschen Druck gemacht, von wegen so billig kommst du nie wieder dran. Aber das war finanziell nicht ganz einfach, das weiß ich noch. Das war auch kein einfaches Jahr. Ja, das war so eben so ein, wie sagt man, so ein YouTube-Short. Ich räume ja immer, also Hintergrund ist der, das kann ich nochmal eben erklären. Die Verjährungsfristen für Papier sind sehr unterschiedlich. Es gibt Dinge, die nach einem Jahr, nach einem halben Jahr verjähren, nach 2 Jahren, nach 6 Jahren, Kontoauszüge zum Beispiel. Und auch das meiste verjährt nach 10 Jahren. Und dann gibt es aber auch Sachen, die nach 30 Jahren verjähren und Sachen, die gar nicht verjähren, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch. Muss man sich gar nicht grundsätzlich nach 10 Jahren schmeiße ich das meiste weg und dann sortiere ich nochmal durch, was davon nochmal interessant sein könnte. Oftmals lege ich es dann an die Seite, um solche Videos zu machen. Meistens, ich habe im Moment auch keine Lust drauf. Auch wenn es durchaus interessant zu sein scheint, dass viele Leute das interessiert. Was heißt viele Leute für meine bescheidenen Verhältnisse? Aber so uninteressant scheint das gar nicht zu sein. Was hat man eigentlich vor 10 Jahren gemacht? So viel kann ich sagen, ich habe für 2024 noch nicht mal Aktenordner angelegt. Das ist so wenig geworden an Papier, was wir bewegen. Natürlich hat das dann den Haken, dass man solche Videos dann auch nicht mehr machen kann, wenn man sie machen will. Oder auch, ich habe einen Ordner 2013, was ich an Aktien bewegt habe in dem Jahr. Auch das wird es in 2035 nicht mehr geben.